Moin, Freunde, Willkommen zurück auf dem Sieghaus kanal dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und heute haben wir wieder ein bisschen mehr info für euch, denn wir haben die Stalingrad ins Trockendock geschoben. Der T10-Schlachtkreuzer der Sowjetunion, der seit dem Patch 078 im Spiel verfügbar ist und zwar im Arsenal für 28.000 Stahl, was ihr Zusammenfahren müsst in klaren Gefechten, gewerteten Gefechten oder wie zu Weihnachten über Schneeflocken oder anderen Events, die im Spiel verfügbar sind, aber halt nur sehr selten im Spiel verfügbar sind. Und genau an diejenigen richtet sich jetzt auch dieses Video. Ich denke, dass diese Spieler, die jetzt schon äh, monatelang sich in Clan Wars, die Stalingrad zusammengefahren haben, eine Ahnung haben davon, äh, wie dieses Schiff zu skillen, zu fahren, äh, zu spielen ist, die Vor- und Nachteile beherzigen und ja, ähm, eben dieses Schiff kennen. Viele von euch haben jetzt gerade erst durch die Events zu Weihnachtszeit äh, die Möglichkeit bekommen, die Stalingrad eventuell im Arsenal zu kaufen für Stahl im, äh, im Tausch. Und wir möchten mit diesem Video euch die Möglichkeit geben, einen Vorab-Preview in dieses Schiff zu bekommen und zu überlegen, abzuwägen, abwägen zu können, ob ihr diese 28.000 Stahl oder halt mit dem 25%-Gutschein ein bisschen weniger investieren solltet in dieses Schiff. Es hat eine Menge äh, Vorteile, es hat aber auch einige Nachteile und die wollen wir jetzt hier ein bisschen zusammen äh, ja, ausarbeiten. Ganz kurz zur Geschichte. Die Stalingrad ist ein Nachfolgeentwurf unter dem Decknamen Projekt 82. Ähm, ja, und zwar ein Nachfolgeentwurf von A Kronstadt. Das äh, Ziel war, das Schiff. Äh, im Verhältnis zur Kronstadt ein bisschen preiswerter zu konstruieren und es sollte schneller produzierbar sein. Darum wurde, wurden viele Konstruktionen an dem Schiff ein bisschen optimiert. Ziel äh, äh, war der Schutz der sowjetischen Nordhäfen, äh, und zwar vor dem Zugriff der Briten Amer und amerikanischen Flotten. So. Mit, der, mit dem Planungsbeginn des Schiffes äh, brach der Zweite Weltkrieg aus, beziehungsweise er war schon ausgebrochen, aber die Deutschen entschlossen sich, die Sowjetunion anzugreifen. Und somit mussten die Planungsarbeiten relativ schnell wieder eingestellt werden, da alles an der Front benötigt wurde an Manpower und äh, Geld und äh, alles, was dazugehörte. Und ähm, ja, dann war der Zweite Weltkrieg halt irgendwann wieder vorbei und Stalin forcierte wieder diese Entwicklung des Projekts. Es wurde geplant, es wurde gemacht, es wurde getan, es wurde ein Rumpf fertiggestellt als Beispielrumpf sozusagen, der schwamm auch. Und ja. Der zweite Rumpf wurde angefangen, im Trockendock hochzuziehen, und plötzlich verstarb der äh, Stalin. Und damit wurde das Projekt quasi sofort auf Eis gelegt, weil es keinen mehr in der Führung gab, der dieses Projekt vorantrieb. Es stand also ein Rumpf im Trockendock, welches sofort abgewrackt wurde, noch in dem Trockendock, wo das Schiff aufgebaut wurde. Also dieser Rumpf aufgebaut wurde, und der Rumpf, der schwamm, wurde später ähm, zum als Zielobjekt für Raketenbeschuss äh, benutzt und 1962 dann eben abgewrackt. Kommen wir dann direkt zu den Werten. Ich sehe, ich habe hier noch den Kapitän drauf. Den schicke ich mal ganz schnell in Reserve, damit wir das nicht... Äh Verfälschen diese Werte. Also fangen wir direkt oben an. Schiff hat 72.450 Trefferpunkte im Verhältnis zur Moskau und zur Kronstadt, die wir ab und zu jetzt mal heranziehen wollen, ähm, um das so ein bisschen einzuordnen, in Ermangelung anderer äh, schweren Kreuzer oder schwere Schlachtkreuzer, die ja aktuell noch nicht im Spiel sind. Das wäre dann Alaska, Azumo, ähm, Azuma, Entschuldigung, ähm, die da eine Rolle spielen könnten. Die haben wir aber noch nicht im Spiel. Die finalen Daten stehen da noch nicht fest, von daher will ich sie ihr damit nicht vergleichen. Ich vergleiche sie mit Schiffen, die im Spiel verfügbar sind und werde regelmäßig halt mal auf die Moskau und die Kronstadt eingehen. Ja, wie gesagt, Kronstadt 71.050 Trefferpunkte mit 34% Torpedoschadensverringerung. Hier haben wir 25, aber dafür ein paar Trefferpunkte mehr. Die Moskau hat 65.000 Trefferpunkte und einen besseren Torpedoschutz gegenüber der Stalingrad von 28%. So, äh, dann kommen wir schon direkt zur Panzerung. Da wird es jetzt nämlich schon sehr, sehr interessant. Wir haben hier oben 25 mm, da haben wir 50 mm. Bei 25 mm sollten bei euch die Alarmglocken angehen. 25 mm werden overmatched. Overmatched nämlich von 380 mm. Was haben wir noch so? 460 mm, 457 mm, 431, 406, 420 Alles sowas, was Kurfürst, Republik, Yamato und so weiter, Conqueror äh, so mit sich rumtragen, die overmatchen 25mm Deckspanzerung und natürlich auch Bugbeplattung von 25mm, äh, ist also da ein Problem. In der, in der Richtung ist es enorm, ähm, ja, äh, ja, problematisch, wenn man mit der Spitze zu weit raussteht und die eben total fokussiert wird. Der Vorteil ist nämlich wiederum, dass die äh, Stalingrad hier wieder 50mm hat, an der Seite, 50-50 und wir haben hier auch 50 mm und damit ist, der, ist die Overmatch-Wahrscheinlichkeit dann wieder deutlich minimiert, weil Overmatch, was bedeutet das nochmal? Es ist AP-Munition, die euch auch abgeschossen wird und den Aufschlagwinkel bei Overmatch komplett ignoriert. Das heißt, Kaliber geteilt durch 14,3 ist das größer als die Panzerung, die ihr habt, dann wisst ihr, dass ihr Overmatched werdet und damit die Munition, wie gesagt, aus egal welchem Winkel definitiv diese Panzerung einfach ignoriert, mehr oder weniger. Und hier reinfliegt. Dann, nächste große Problematik sind hier 180mm Zitadellenpanzerung. Zitadelle liegt über Wasser. Ja, ähm, hier der Teil ist zur Zitadelle. Von daher, der guckt komplett raus. Ähm, Stalingrad von der Seite ist, äh, naja, nicht unbedingt ein Wondschutt, aber. Äh, aber einmal oder zweimal schießen sollte in der Regel ausreichen, um die äh, Stalingrad aus dem Gefecht zu entfernen. Hier hinten haben wir dann wieder nur 25 mm und ähm, damit auch wieder da eine leichte Penetrationsfähigkeit. Wenn wir uns jetzt die Zitadelle von hinten angucken, auch da sieht sie erstmal gerade aus, aber wenn man dann genau hinguckt, sieht man, hier gibt es so einen leichten Überhang von den Kasematten, 50 mm, und dann haben wir hier so einen Anstellwinkel von links und rechts, haben wir so einen ganz leichten Winkel drin. Das heißt, selbst wenn die 25 mm hier penetriert werden, heißt das nicht automatisch, dass in die Zitadelle geht, weil ihr habt hier 125 mm und die können nicht einfach so overmatched werden, sondern da gibt es eine Winkelabfrage. Wie kommt die Munition hier an? Und äh, ist das dann im Autobounce oder ist es eben nicht in dem Autobounce? Ihr wisst ja, es gibt bei der AP-Munition Abprallwinkel, die automatisch äh, vorgesehen sind. Und dann gibt es halt eine Abprallwahrscheinlichkeit oder eben eine Penetrationsmöglichkeit, wenn ihr halt in den richtigen Winkeln, äh, wenn die Munition in den richtigen Winkeln trifft. So, Aufbauten: 16 mm. Ähm, ist 3 mm geringer als bei anderen Schlachtschiffen auf der gleichen Tierstufe. Auch hier vorne haben wir gleich den Überhang von den Kasematten, 50 mm. Und dann haben wir hier noch Zitadelle quer ab, 140. Auch da seht ihr hier eine Anschrägung, ne? was das also wirklich deutlich schwieriger macht. Denn hier... Läuft nämlich die 50mm Beplattung. Ihr könnt es gut sehen. Hier die kleinen Vierecke. Hier sind die länglichen Rechtecke. Das sind nur 25mm. Und hier sind die 50mm Panzerungen, die hier so lang läuft. Das heißt, der Bereich hier ist komplett geschützt mit 50mm, die nicht einfach so overmatched werden können, wie gesagt. Ne? Da müsst ihr dann schon gucken, ähm, dass äh, die Munition nicht von der Seite so reinkommt im 90-Grad-Winkel, weil dann würde sie auf jeden Fall wieder durchgehen. Aber wenn, solange ihr relativ spitz zum Gegner steht, ähm, habt ihr halt eine gute Chance, da Aprala zu generieren. So, dann Deck hier oben, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, 50 mm und darunter war nochmal Dellendeck von 70 mm, also habt ihr dann 120 mm Panzerung, die zu durchschlagen gilt, wenn die Munition aus einer größeren Distanz kommt. Das ist eine durchaus große Gefahr für das Schiff. Wenn sie aus großer Distanz kommt, dann kann es ganz schön scheppern bei euch im, äh, im Dampfer, weil die Zitadelle ja auch, wie ihr seht, recht breit ist. Ja? Das hier alles, was ihr jetzt noch seht, ist quasi die Zitadelle. Ja? Also ein riesen Zitadellenschiff. Von daher immer schmal anstellen. Ganz wichtig, ihr steht nur mit den vorderen Geschützen, vergesst das hintere Geschütz. Das benutzt ihr erstmal nur dann, wenn ja, wenn das Spiel irgendwie, wenn ihr absehen könnt, welche Gegner denn bei euch da vor der Tür stehen. So, genug von der Panzerungsanordnung und Überlebensfähigkeit. Kommen wir direkt zur Artillerie und da gibt es eine ganze Menge zu berichten. Wir haben hier drei Türme, A3 Rohre, A305 mm. Das heißt, ihr habt neun Rohre mit 305 mm und dann geht schon los. Diese äh, Schiffchen hat eine Ladezeit oder die Geschütze haben eine Ladezeit von 20 Sekunden, eine Dauer für die 180-Grad-Kehre von 36 Sekunden. Der Höchststand HE 4500, Brandwahrscheinlichkeit 33%. Penetrationskraft der HE-Granate 50 mm. Also die durchschlagt ihr und macht den Alpha-Schaden der ähm, HE-Granate, wenn die Sektion denn noch genug Schadenspunkte hat. Ähm, dann kommen die AP-Granaten. Äh, die haben 9200 Alpha-Damage. Auf eine Gefechtsentfernung von, äh, von 20,4 km schießt ihr. Und jetzt kommt's. Anfängliche AP- und Sprenggranatengeschwindigkeit 950 Meter. Die Granate ist also saumäßig schnell unterwegs. Sehr direkter Schuss, kein großer Bogen, der da entsteht. Von daher super, ja, super schön vorzuhalten eigentlich. Dann gibt es hier Besonderheiten bei den Granaten. Und zwar gibt es einmal eine verkürzte, verkürzte Zündzeit. Bis die AP-Munition explodiert. Der Standard, äh, die Standard-Zündverzögerung der AP-Munition in World of Warships beträgt 0,033 Sekunden, nachdem die Munition genug Panzerung durchschlagen hat, nach, dass sie aktiviert wird. Weil AP-Munition auch immer eine gewisse Dicke an Panzerung durchschlagen muss, um überhaupt sich aktivieren zu können. Und die beträgt hier 0,22 Sekunden. 0,022 Sekunden, während die Standardzeit 0,033 Sekunden sind. Bei den britischen Schiffen ist das nochmal ein Unterschied, da sind es nämlich 0,015 Sekunden. So, was brauchen wir denn für eine Panzerung, damit die AP-Munition sich aktivieren kann? Stalingrad sind es 34 mm. Ja, nach 34 mm und dann 0,022 Sekunden später fängt diese Munition an zu explodieren. Dann gibt es verbesserte Abprallwinkel bei dieser Munition, äh, die hier verschossen wird mit der Stalingrad und zwar wird von äh, 0 bis 25 Grad ein automatischer Abpraller äh, im Spiel erzeugt sozusagen. Das heißt, schießt ihr aus ganz spitzen Winkel bis maximal 25 Grad, könnt ihr die AP-Munition vergessen und ihr müsst HE-Munition verwenden. Dann gibt es von 25 Grad bis 35 Grad die Chance auf Abraller. Also ihr habt dann vielleicht die Chance, dass ihr mit mancher Munition trefft. Also mit manchen äh, ja, Schüssen trefft und mit manchen eben nicht. Und ab 35 Grad bis 90 Grad habt ihr ähm, ja, den vollen, ja, die volle Penetrationskraft und die volle Penetrationswahrscheinlichkeit. Also da gibt es dann keine Abraller mehr. und das ist anders. Das ist nämlich ein großer Vorteil der Stalingrad. Denn andere Schiffe prallen hundertprozentig ab bis 30 Grad und dann gibt es die Abprallwahrscheinlichkeit von 30 bis 45 Grad. Wenn ihr halt eben nur von bis 25 Grad die volle, ja, den vollen Abprall habt und von 25 bis 35 Grad die Chance auf Abprall hat. Das heißt, ihr habt einmal 5% Vorteil und einmal 10% Vorteil. Das ist vielleicht nice to know für euch. So. Wie sieht es aus bei der Kronstadt? Die hat auch drei Türme, drei Rohre, 305 mm. Da sind die Alpha-Werte aber ein bisschen anders. Ihr habt äh, da 9000 Alpha-Damage auf 18,2 Kilometer Kampfentfernung und bei der HE-Granate 4200 Alpha-Damage bei 24% Brandwahrscheinlichkeit. Also wie gesagt, ihr merkt schon, da ist ein kleiner Unterschied drin. Die Stalingrad ist halt ein Ticken weiterentwickelt und halt ein T10-Stufenschiff und deswegen müssen da die Werte auch anders sein. Dann hat die Nachladezeit der Kronstadt 18,5 Sekunden, während ihr auf der Stalingrad eben 20 Sekunden habt. Aber dagegen können wir ja was tun auf der Stalingrad und da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Ein ganz wichtiger Wert, der immer in Verbindung der Artillerie mitgenannt werden sollte, ist der Sigma-Wert. Die Stalingrad hat einen Sigma-Wert von 2,65 und damit einen der höchsten, wenn nicht den höchsten Wert im Spiel überhaupt. 2,65, das ist quasi Laserbeam. Ähm, äh, ziemlich genau wenig Streuung äh, sehr gut versammelt auch auf maximale Kampfentfernung habt ihr eine horizontale Streuung von maximal 219 Meter ähm, wie gesagt dieser Sigma Wert gibt an die Wahrscheinlichkeit der Versammlung der Munition zum Mittelpunkt auf den ihr gezielt habt ja das kann man äh, da noch mal mit auf den Weg geben für den Fall dass äh, dem ein oder anderen nicht bekannt sein sollte äh, die Kronstadt hat im gleichen äh, ja hat nur einen Sigma von 2,05, obwohl sie nur eine Tierstufe drunter ist. Das heißt, ihr habt da schon einfach mal 0,6 Punkte Vorteil mit der Stalingrad und das macht eine ganze Menge aus. Glaubt mir das, das Schiff, äh, was ich hier probefahren konnte, auf einem Gastaccount, ist schon der absolute Hammer. Gut, und auch bei der Moskwa haben wir einen Sigma-Wert von 2,05 und damit ist die Stalingrad ja doch äh, outstanding. Ne? Kann man definitiv so sagen. Dann geht's weiter. Ihr habt hier noch eine Bewaffnung, die ich nur beiläufig erwähnen möchte, weil die Stalingrad kein Schiff ist, was brawlt, was vorne reinfährt und da um sie schießt, weil es einfach von der Seite sehr verletzlich ist. Von daher, hier 4 Sekunden Brand-, äh, Nachladezeit, Brandwahrscheinlichkeit 8% mit der HE-Granate macht ihr Alpha-Damage von 1800 und habt eine Kampfentfernung von 6,5 Kilometer. Auch die haben natürlich äh, 950 Meter die Sekunde als Projektilgeschwindigkeit. Das ist aber nur der Vollständigkeit halber. Dann kommen wir schon zur Flugabwehr. Die Flugabwehr ist hier recht stark ausgeprägt auf der Schalingrad und stärker als bei unseren Vergleichsschiffen Kronstadt und Moskwa. Die Kronstadt hat sicherlich die schlechteste auf T9 oder eine der schlechtesten auf T9. Die Moskwa hat so eine mittlere Flugabwehr von 65 Punkten. Ich zeige hier ganz kurz die Werte. 5,7 Kilometer ist hier die Kampfentfernung, die maximale Kampfentfernung. Und dann haben wir hier 130, wir haben 45 mm, die wirken bis 3,5 km. Und wir haben 25 mm, die wirken bis 3,1 km bei der Flugabwehr. Also, ihr werdet gleich merken, da gibt es nämlich noch eine Sache. Ihr habt nämlich ein besonderes defensives Flakfeuer. Zum einen wirkt es länger und zum anderen wirkt dieses defensive Flakfeuer schon ab 25 mm Kaliber. Bei vielen anderen Schiffen ist es so, dass das erst ab 40 mm äh, ja, den Kampfwert steigert. Und hier ist es eben schon ab 25 mm. Das heißt, alle, die komplette Flakbewaffnung profitiert vom defensiven Flakfeuer. Was sehr, sehr krass ist oder sehr, sehr gut ist für eure Flugabwehr. Gerade in Hin Anbetracht der Sache, dass demnächst ja mehr Flugzeugträger ins Spiel kommen. Aktueller Patchstand ist übrigens noch Patch 079. Ja? Ach, 0712, Entschuldigung. Wir sind bei Patch 0712 ähm, gerade und äh, der Patch 07, äh, 080 steht quasi vor der Haustür. So, Manövrierbarkeit, 35 Knoten, Wendekreis 1130 Meter und wir haben Ruderstellzeit von 12,5 Sekunden. Ruderstellzeit ist akzeptabel, Geschwindigkeit ist gut ähm, und äh, Wendekreis ist gigantisch. Ja, äh, das hat nicht äh, Schlachtschiffe nicht diesen Wendekreis und von daher ist schon recht anstrengend, das Schiff dann dementsprechend ähm, ja, zu wenden. Von daher, ja, das ist ein Nachteil. Äh, andere Schiffe, die Kronstadt hat zum Beispiel nur einen Wendekreis von 840 Meter. Höchstgeschwindigkeit 33,5 Knoten, Ruderstellzeit 14,9 Sekunden. Bei der Moskau sind es 34,5 Knoten, 10,9 Sekunden Ruderstellzeit und 1050 Meter Wenderadius. Also hier ist es dann dementsprechend ähm, ja, der größte Wenderadius von den drei Vergleichsschiffen. Bei der Verborgenheit sehen wir ähnlich bescheiden aus, denn auch da gibt es bei der Stalingrad einen großen Nachteil. Die äh, Verborgenheit zu Wasser 18,1 Kilometer. Bei der Kronstadt haben wir 16,2, bei der Moskwa 18, bei der Erkennbarkeitsluft haben wir 13,8, bei der Kronstadt sind es 13,02 und bei der Moskwa sind es 11,7. Auch da ein Riesennachteil. Und dann kommen wir zur Erkennbarkeit nach Abfeuern, der Hauptgeschütze im Nebel. Das heißt, ihr steht im Nebel und benutzt eure Hauptbewaffnung. Das lässt sich übrigens auch nicht durch irgendwelchen Tarnungsmeister oder so runterskillen. Es bleibt bei 14,9 Kilometer, die ihr aufgeht. Die Kronstadt geht bei 12,8 Kilometer auf und die Moskau bei 12,7 Also ihr seht, die Stalingrad hat durchaus Nachteile. Sie ist sehr, sehr früh zu erkennen. Und jetzt kommen wir dann direkt schon zu den Verbrauchsmaterialien. Schadensbegrenzungsteam 1 und 2, ich sage euch gleich wieder Premium-Schiff, also benutzt die Premium-Verbrauchsmaterialien, die sichern euch über, euer Überleben und sorgen dafür, dass ihr mehr Geld verdient, mehr Punkte, mehr Erfahrungspunkte machen könnt und so weiter. Ja, also Schadensbegrenzungsteam 2 haben wir hier eingebaut. Wirkung 5 Sekunden, Ladezeit 60 Sekunden und das Standardverbrauchsmaterial werden dann 90 Sekunden. Dann kommen wir zum defensiven Flakfeuer. Er erhöht den Schaden ab 25 mm Kaliber und ihr seht wir haben ja 25 mm Kaliber, hatte ich vorhin schon gesagt. 60 Sekunden ist die Wirkungsdauer, also nicht kurz, sondern wirklich eine Minute lang ist euer Flakschaden um 100% erhöht. Ladezeit 240 Sekunden, zweimal Aufladung oder wenn ihr das Flakfeuer 2 benutzt, dann auch 60 Sekunden aktiv, aber 3 Minuten Aufladezeit nur. Und ihr habt dann 3 Aufladungen. Nächster Punkt ist Überwachungsradar: 11,7 Kilometer Reichweite, 25 Sekunden aktiv, 180 Sekunden Ladezeit, 2 Aufladungen beim Standard und beim Premium äh, sind die Werte gleich. Aber da dauert es nur 120 Sekunden, bis ihr das Radar wieder benutzen könnt. Und habt 3 Aufladungen davon. Nächster Punkt ist dann die Reparaturmannschaft, die auch wieder eine besondere Eigenschaft mit sich bringt. Wir haben ja nicht schon genug, sondern da muss ja nochmal was Besonderes dazu kommen. Wir reparieren 0,5% der Trefferpunkte des Schiffes. Und zwar jede Sekunde. Ja? Das heißt, wir haben 362 Trefferpunkte je Sekunde auf 28 Sekunden gerechnet. Haben wir 10.136 Trefferpunkte, die wiederhergestellt werden können. Aufladung 2, zwei, also 2 Mal könnt ihr diese äh, Reparaturmannschaft benutzen. Und äh, ja, wie gesagt, 2 Minuten ist die Ablenkzeit. Wenn ihr halt Primoverbrauchsmaterial benutzt, dann verändern sich die Werte an sich nicht. Aber die Ladezeit, nämlich um 40 Sekunden könnt ihr die schneller wieder benutzen und bekommt eine Aufladung mehr. Solltet ihr dazu doch die Signalfrage India Delta benutzen, stellt ihr 434 Trefferpunkte pro Sekunde wieder her, was einen gesamten. Wert von 12.152 Punkten entspricht. Und jetzt kommen wir noch zu dem Bonus, denn diese Reparaturmannschaft stellt 33 Prozent des Zitadellen-Treffer-Schadens wieder her. Alle oder viele weitere andere Reparaturmannschaften stellen nur 10 wieder her. Bei der Stalingrad könnt ihr also äh, ja von einem Zitadellenschaden von 9999 Punkten 3333 wiederherstellen, während andere nur 1111 Punkte wiederherstellen könnten. Das als kleines Beispiel. Ja, Also ist sie auch da recht stark. Dann normale Penetration durch die Panzerung, durch Treffer, ähm, bekommt ihr was abgezogen, könnt ihr 50% wiederherstellen und äh, Wassereinbrüche, Feuer und Rammschaden könnt ihr sogar zu 100% wiederherstellen. Das äh, ist aber Standard. Also die 50% und die 100% sind Standard. Nur die 33%, der Schaden an der Zitadelle, dass der schneller oder mehr wiederhergestellt werden kann, das ist der verbesserte Wert. So, nachdem wir diese Sachen alle besprochen haben, kommen wir dann zu den Einbaumaßnahmen. Was haben wir denn an Verbesserungen, die eingebaut werden können? Hier gibt es nur eine Wahl in dem ersten Slot. Hauptbewaffnungsmodifikation 1, ganz klar. Ihr wollt, dass die Hauptbewaffnung nicht so schnell ausfällt und wenn sie ausfällt, schneller wieder repariert wird. Torpedowerfer habt ihr hier nicht. Äh, darum geht es hier nur um die Hauptbewaffnung. Weiter Slot, und da habt ihr dann schon die erste Auswahl: Schadensbegrenzungsteam äh, System Modifikation 1, weniger Risiko des Brandes oder Wassereinbruch. Äh, das würde ich hier einbauen. Alternativ könnt ihr hier eben noch, je nachdem, was euer Clan für im äh, Clan-Gefecht möglicherweise braucht, eine Überwachungsradar Modifikation 1, also dass das äh, Modul einfach ein bisschen länger aktiv ist, dann ist es eben nicht mehr 25 Sekunden. Sondern es müssten dann 30 Sekunden sein, wenn ich dazu so schnell richtig überschlagen habe. In Slot 3 habt ihr dann die Haupt äh, Hauptbatterie-Modifikation 2, wo ihr die Drehgeschwindigkeit erhöht und die Ladezeit äh, verlangsamt. Ja, dann gibt es die Flakbewaffnung und dann gibt es die Zielsystemmodifikation. Da ich hier, wie gesagt, Gast bin und äh, dieses Schiff mir äh, mal zu Gemüte führen darf, baue ich jetzt das ein, was hier vorher eingebaut war. Mit dem Sigma von 2,65 habt ihr schon ein sehr, sehr genaues Schiff. Ich weiß nicht unbedingt, ob Zielsystemmodifikation dann die aller, allererste Wahl sein muss. Denn ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Hauptbatteriemodifikation 2 und dann hier hinten Hauptbatterie-Modifikation 3, wenn man da zusammen einsetzt, äh, auch einen netten Vorteil bringt äh, in, in Sachen Turmdrehzeit und dann halt auch Reduzierung der Ladedauer. Das müsst ihr euch ausprobieren. Ich glaube aber, das könnte funktionieren. Nichtsdestotrotz habt ihr dann ja auch immer noch die Wahl, die Flakbewaffnung eventuell nach äh, oben zu pushen. Ihr würdet hier zwölf Punkte gewinnen und würdet dann einen Wert von 91 Punkten und dazu noch die Flagge, hört danach ja sogar 94 Punkte mit dem defensiven Flakfeuer zusammen, habt ihr dann einen unheimlich hohen Wert. Also ähm, das ist definitiv auch eine Überlegung wert, diese Flakbewaffnung da einzubauen. Aber ich glaube, äh, das Sinnvollste ist ja Hauptbewaffnungsmodifikation 2 oder Zielsystemmodifikation 1. Von daher, ich baue das ein, was hier vorher eingebaut war. Bitte einfach äh, eure Wahl treffen, wie ihr das gerne haben möchtet. So, nächster Punkt. Also die Sekundärbewaffnung nochmal ganz kurz, um das abzuschließen. Die würde ich jetzt hier nicht einbauen. Einfach deswegen, weil das Schiff kein Brawler-Schiff ist. So, ihr kommt dann zwar weiter mit der, mit der Sekundärbewaffnung, aber ganz ehrlich, ihr seid so verwundbar von der Seite. Ihr seid kein Schiff, was nach vorne fährt. Ihr seid ein Schiff, was... Teilweise sogar eher stationär unterwegs ist, immer nur die Front nach vorne zeigt, sich damit beschäftigt, richtig angestellt zum Winkel äh, zum Gegner zu stehen und äh, dann sich die Gegner rauszupicken, die den Fehler machen und euch Breitseite zeigen, zum Beispiel die Kreuzer, die eurer, die, die euch richtig schön ähm, ja sozusagen einen, einen Boni bieten, indem sie einfach äh, ja euch die Breitseite zeigen und ihr da so richtig schön reinhämmern könnt mit dem mit der AP-Munition. So, ähm, dann kommen wir zu Slot 4. Hier würde ich persönlich jetzt schon auf Überleben gehen. Schadensbegrenze Systemmodifikation 2, meiner Meinung nach. Die Branddauer bei dem Schiff soll verlängert werden. Aktuell ist es 45 Sekunden standardmäßig, aber alle Schlachtkreuzer Kronstadt, Azuma, Alaska und auch hier die Stalingrad sollen die Brände verlängert bekommen. Ein Nerf sozusagen. Und zwar auf 60 Sekunden hoch. Und ich denke, ich halte es für besonders sinnvoll, diese Sache hier reinzubauen. Alternativ dazu würde ich die Antriebsmodifikation empfehlen weil ihr doch ein Schiff seid, was relativ häufig an Inseln steht oder frontal halt zum Schiff vorwärts, rückwärts, äh, also zum gegnerischen Schiff vorwärts, rückwärts fahren, ist für dieses Stalingrad doch verhältnismäßig wichtig. Äh, so äh, habe ich die Erfahrung gemacht und von daher würde ich die ersten beiden Punkte zuerst empfehlen. Nichtsdestotrotz, der Kapitän dieses Schiffes hatte Steuergetriebe-Modifikationen drinne und darum baue ich eben die Steuergetriebe-Modifikation wieder ein. Also auch da gilt, macht eure Wahl, wie ihr sie möchtet. Ich würde hier definitiv ein Survive-Bild empfehlen. Ja. Dann kommt Slot 5. Auf Slot 5 macht der Tarnsystem natürlich am meisten Sinn. Ihr seid ewig weit sichtbar, ihr müsst runterkommen mit der Sichtbarkeit. Das ist meinen Ansinnen bei der ganzen Geschichte. Ihr, ihr reduziert eure Erkennbarkeit zur Luft und zu Wasser, und äh, ja, wenn ihr nicht entdeckt werdet, dann ist das immer schon mal eine, eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit, sodass ihr mehr Schaden machen könnt. Abgesehen davon erhöht sich die Streuung auf euer Schiff nochmal um fünf So, und dann äh, könnt ihr theoretisch hier auch noch die Steuergetriebe-Modifikation einbauen, wenn ihr hier vorne jetzt als Beispiel dann eben Schadensbegrenzungssystem-Modifikation eingebaut habt. Und nicht unbedingt so viel wertlich, dass die Tarnung so weit runter geht, weil ihr eh immer in Inseln steht oder wie auch immer. Dann könnt ihr das auch damit kombinieren, wenn ihr denn möchtet. Und im hinteren Slot baue ich ganz klar die Hauptbatterie Modifikation 3 ein. Ich möchte die Ladezeit weiter runter bekommen und zwar von 20 auf 17,6 Sekunden. Und die Dauer der 180 Grad kehre hat sich dafür von 36 auf 41 Sekunden erhöht. Ja, aber da kann man mit dem Kapitän noch was gegen tun, auch wenn ich das hier vorne, wie gesagt, auch mit der Hauptbatteriemodifikation tun könnte, da würde sich die Drehgeschwindigkeit ja wieder erhöhen, aber die Ladezeit auch wieder verlangsamen. Dann wären wir irgendwo bei 18 Sekunden ähm, Ladezeit, aber würden halt wieder genauso schnell drehen wie vorher. So, das waren die Verbesserungen, die man in dieses Schiff einbauen konnte. Kommen wir kurz zu dem Äußeren. Wenn ihr die Stalingrad äh, ersteht im Arsenal für Stahl, dann bekommt ihr diese tolle Tarnung dazu. Das ist eine Typ 10 Tarnung, Stalingrad. Verringert die Erkennbarkeit zu Wasser, die Streuung der Granaten, die auf euch abgeschossen werden, um 4% erhöht, die Kosten der Schiffswartung nach dem Gefecht werden um 50% gemindert, Kreditpunkte je Gefecht um 20% erhöht und die AP je Gefecht um 100% erhöht. Kann ich euch also nur empfehlen, baut da die Tarnung ein. Nächstes, äh, nächste Etappe ist dann schon, welche Signale sind sinnvoll. Und zwar November Foxtrot. Ja, Ladezeit des Verbrauchsmaterials. Dann ist die äh, Schadensbegrenzungsmannschaft zum Beispiel schneller fertig. Defensive Flakfeuer könnt ihr schneller wieder benutzen. Die Reparaturmannschaft könnt ihr besser benutzen. Radar und so eine ganzen Geschichten sind davon betroffen. Dann müsst ihr überlegen, ob ihr die 35, äh, ob ihr Sierra Mike benutzen wollt, weil ihr eigentlich eher ein statisches Schiff seid, ähm, solltet ihr da äh, vielleicht von sogar absehen, weil 35 Minuten ist schon schnell genug. Ähm, aber ihr seid ja sowieso nicht unbedingt diejenigen, die ganz schnell nach vorne fahren. Dann natürlich India Delta Pflichtflagge. Meiner Meinung nach, äh, zweite Sache ist hier äh, Juliet Yankee Biso II und dann noch äh, India Yankee, Brandbekämpfung um 20% beschleunigt und Wassereinbruch um 20% beschleunigt. Ganz wichtig in diesem Schiff. Ja, einfach um die Überlebensfähigkeit auch weiter voranzutreiben. Flaggschaden, den kann man hier erhöhen mit der Signalflagge. Das sollte man unbedingt tun. Da kommt ihr schon auf 82. Und damit würdet ihr dann, wie gesagt, wenn ihr noch einmal irgendwo Flugabwehr auf euch verbessert, dann enorm viel mehr an Schaden machen. Hier gibt es die Möglichkeit, India X-Ray und Victor Lima noch mit drauf zu skillen, um die Brandwahrscheinlichkeit noch weiter zu verbessern. Werdet dann bei 35%. Äh, ist halt für Ziele, die sehr spitz zu euch stehen, vielleicht sogar eine sehr gute Wahl. So, ich drücke hier mal automatisch aktivieren. Flaggen spielen da gar keine Rolle mehr. Und dann kommen wir schon direkt zum Kapitän, den äh, hier ähm, mein Kompagnon äh, hier vorbereitet hat. Und zwar war das Viktor Sarnemski, den er hier auf der Stalingrad hatte. Und hier ist sein Bild. Ich persönlich sehe den Bild einen Ticken anders. Ähm, ich würde hier wahrscheinlich zuerst vorhin Heal skillen äh, würde dann. Auf den Elite-Schützen gehen, wenn ich denn diese Module so beibehalte. Ja, Wenn die Module so sind, wie wir sie jetzt eingebaut haben, diese Verbesserung, dann würde ich hier den Elite-Schützen einbauen. Ähm, dann würde ich hier in der Dreierlinie sofort Grundlagen der Überlebensfähigkeit mitnehmen und unten den Tarnungsmeister, um einfach nicht so schnell zu erkennen ähm, zu sein. Und auch da müsst er wieder eine Sache in, in, im Kopf behalten. Demnächst wird der Tarnungsmeister genervt, denn alle Schiffe sollen in Zukunft nur noch 10% mehr. Ja, Erkennbarkeitsbonus äh, bekommen sozusagen und nicht mehr so wie jetzt hat die Flugzeugträger 16, die Schlachtschiffe 14, die Kreuzer 12 bekommen. Ähm, das äh, ist also auch wichtig. Ihr seid danach dann demnächst auch wieder weiter sichtbar. Mit dem Patch 080 wird diese Sache wahrscheinlich einzuhalten. So, wenn ihr diese 10 Punkte äh, dann zusammen habt. Ja, dann könnt ihr überlegen, wie ihr weitermacht. Ich würde dann erstmal den Brandschutz empfehlen, dann den Inspektor, einfach weil ihr sehr viel Verbrauchsmaterial habt. Brandschutz minimiert eure, euer Risiko des Brandes und natürlich die Brandquellen an Bord. ja Und dann habt ihr nach adam Riese noch zwei Skillpunkte über, die ihr entweder hier in die Höchstalarmbereitschaft steckt oder hier oben in die präventiven Maßnahmen, um noch weniger Modulausfälle zu haben. Und dann vielleicht auch in den Beschussalarm, wie, äh, wie ihr denn möchtet. Ähm, da habt ihr dann hier eine schöne Auswahl. Sollt ihr euch doch dazu entscheiden, hier oben nichts mehr weiter skillen zu wollen, dann hättet ihr ja noch drei Punkte zur Verfügung, dann könntet ihr zum Beispiel in die Schießgrundausbildung investieren oder äh, ihr wählt da oben noch einen Punkt weniger aus sozusagen und könnt dann sogar noch die verbesserte Schießausbildung mitnehmen. Das ist dann aber wirklich eine ja, schwierige Sache, muss jeder für sich selber ein Stück weit wissen, ich kann hier am Ende nur äh, Ideen geben, <laughs> die hier sinnvoll sein können. Was auch noch sinnvoll sein kann, gerade wenn ihr leicht Schaden nehmt, ist hier der Adrenalinrausch, der die Nachleihzeit der Hauptgeschütze reduziert. Ist aber, ja, ja, auch so eine Sache, äh, ob das dann so viel nützt. Vor allen Dingen, wie schnell seid ihr da im Fokus gewesen? Wenn ihr euch einen dicken zurückhaltet, werdet ihr vielleicht gar nicht so schnell fokussiert und könnt den äh, Adrenalinrausch gar nicht so doll ausnutzen. Wie gesagt, ist aber sicherlich, nicht, ist aber sicherlich auch nicht ganz unsinnvoll. So, jetzt haben wir es aber. Gut. Jetzt haben wir eigentlich die Skill-Möglichkeiten für den Kapitän hier auch äh, zur Geltung gebracht. Was meiner Meinung nach nicht sinnvoll ist, ist hier mit letzter Anstrengung, äh, Wachsamkeit. Der Sprengmeister macht auch nicht so viel Sinn, da ihr meistens AP schießt, weil diese Munition die stärkste auf diesem Schiff ist. Und dann eben hier Experte der Überlebensfähigkeit bringt auch nicht so viel. Deswegen nicht, weil ihr schon sehr, sehr viele Trefferpunkte habt auf diesem Schiff und äh, ihr ja nur 3500 Punkte mehr bekommt für drei Tauschpunkte des Kapitäns, ist es das eigentlich nicht wert. So, und dann sind wir schon so gut wie am Ende mit diesen. Tutorial sozusagen oder mit dieser Schiffsvorstellung. Ich möchte noch was zur AP-Munition des Schiffes sagen. Also, die ist sehr, sehr stark. Wie gesagt, ähm, ihr könnt damit britische Kreuzer immer overmatchen mit dem Kaliber. Das ist vielleicht doch ein netter Hinweis. Ähm, dann gibt es äh, Penetrationschancen auf 20,05 Kilometer. Äh, äh, beträgt die Penetrationschance fast maximale Kampfentfernung 407 mm Panzerung durchschlagt ihr mit dieser Munition. Und dann äh, könnt ihr auf 15 km 484 mm durchschlagen, auf 10, mm, äh, auf 10 km sind es dann 582 mm, die ihr da durchschlagt. Was ist äh, das Sinnvollste oder was ist das Herausragendste bei dem Schiff? Die Artillerie ist sicherlich eine der größten Stärken. Ein hohes Sigma, ja, sehr hohe Penetrationskraft, ähm, verhältnismäßig niedrige Nachladezeit, wenn man sie richtig geskillt hat. Finde ich persönlich richtig geil. Ein großer Trefferpunkte-Pool äh, macht es äh, ja, äh, sehr, sehr angenehm, auch wenn man ein bisschen Schaden kassiert. Dann gibt es eine relativ hohe Geschwindigkeit und... Ähm, ja, was man bei der Munition auch nicht vergessen darf, sind eben auch die Abprallwinkel, die noch verbessert wurden. Darauf, die habe ich eben gerade fast vergessen. Ja, die, ähm. Abprallwinkel sind auch der Hammer, das heißt, ihr könnt aus ganz äh, anderen Winkeln nochmal ein bisschen schießen als mit anderen Schiffen und penetriert immer noch sehr, sehr gut. Und ihr habt hier dann auch noch diese besondere Reparaturmannschaft mit den 33% Zitadellenreparatur und dem defensiven Flakfeuer, was bis auf 25 mm runtergeht. Normalerweise fängt man immer erst bei 40 mm an, mit dem defensiven Flakfeuer da eine Verbesserung herbeizuführen. Aber bei dem Schiff ist es halt schon bei 25 mm so, dass da eine Steigerung ähm, ja, entsteht. Der große Nachteil ist sicherlich, dass dieses Schiff von der Breitseite sehr, sehr anfällig ist. Der anstehende Nerf von der Branddauer von 45 auf 60 Sekunden standardmäßig ist sicherlich auch ein großes Problem. Das nächste Problem ist die hohe Erkennbarkeit des Schiffes mit über 18 Kilometer und ja, dass man halt auch äh, immer wieder dazu gezwungen werden könnte, HE zu benutzen, wenn die generischen Schiffe sich auch anstellen, also direkt spitz oder nur leicht angewinkelt zu einem stehen. Da nützen ihnen dann nämlich auch die Abprallwinkel nichts, ähm, weil ja ihr häufig halt ähm, da kaum noch Schaden drauf macht, wenn die Aufbauten nachher ähm, ja vernünftig penetriert wurden und dann kaum noch Schadenspunkte in der Sektion verfügbar sind. So, das ist äh, das, was man dazu sagen kann. Äh, ist es 28.000 Stahl wert, das Schiff? Ga sag ich ganz klar, ja. Definitiv. Ich würde dieses Schiff definitiv in den Hafen holen. Gerade dann, wenn es. Für euren Clan enorm wichtig ist in den clan wenn eure Taktik auf dieses Schiff ausgerichtet ist, wenn ihr gerne äh, Russen fahrt, äh, macht dieses Schiff Spaß, wenn ihr nicht unbedingt ein Schiff haben wollt, was unbedingt agil sein muss, also sehr schnell links, rechts, äh, nach vorne, ähm, ich sag mal so ein bisschen wie die Italiener oder so, ähm, wenn ihr sowas nicht haben wollt, ja, sondern eher so ein Koloss hier. Dann ist äh, die Stalingrad definitiv ein Schiff, was der zu empfehlen ist. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dem Schiff ein paar Probegefechte zu fahren. Und ähm, würde definitiv sagen: Ja, habt ihr Stahl, äh, wollt ihr jetzt unbedingt investieren, dann nehmt die Stalingrad. Die Burgonie, die aktuell auch für Stahl verfügbar ist, würde ich nicht unbedingt dazu empfehlen. Also äh, zumindest nicht so sehr wie die Stalingrad, weil die Stalingrad einfach noch mal ein Ticken besonderer ist, als die Burgonie ist. Finde ich persönlich. So, nun hoffe ich, dass ich euch mit dem Video hier irgendwie einen Anreiz geben konnte oder eine Entscheidungshilfe äh, bieten konnte, ob das Schifffahrt für euch ist oder nicht. Ähm, wenn dem so ist, würde ich mich ganz doll darüber freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, auch gerne ein Abo da lasst ähm, und gegebenenfalls sogar weiterempfehlt. Wir sind auch bei Facebook vertreten ähm, und ja, unsere Flaschenpost ist schon bekannt, äh, denke ich, bei dem einen oder anderen. Und ähm, so wie auch unsere Livestreams, die wir hier regelmäßig veranstalten. Gut. Äh, Wenn es euch wieder erwarten, nicht gefallen haben sollte, dann bitte ich euch inständig, lasst mir bitte nicht nur einen Daumen nach unten da, sondern schreibt in die Kommentare konstruktiv rein, was euch nicht gefallen hat. Ähm, Dass ich vielleicht was vergessen habe, möglicherweise. Ähm, das äh, würde mir doch ähm, ja, sehr helfen, um auch äh, zukünftige Videos vielleicht sogar zu verbessern. Und jetzt äh, gibt es noch so ein Postskriptum, ja, äh, eine Sache, die ich nämlich eben noch äh, erwähnen wollte, ist, die 180 mm Panzerung, die ihr hier an der Seite habt, ja, ich, panzer, ich zeige das nochmal, die sind penetrationsfähig. Und zwar natürlich sehr, sehr leicht. Und da gebe ich euch jetzt nochmal den Tipp, wer jetzt hier bis zum Ende des Videos geguckt hat, ähm, äh, Cruiser, der, also Schlachtschiffe penetrieren diese Sache sowieso, aber äh, leichte Kreuzer penetrieren ab ca. 7 bis 6 Kilometer, je nachdem welche Nation ihr fahrt, äh, diese 180 mm, also Kaliber 152 mm, ab 7 bis 6 km kommt ihr durch diese Panzerung durch. Und die schweren Kreuzer, also 203 mm oder größer, da müsst ihr zwischen 14 bis 17 km an dieses Schiff ran. Und dann könnt ihr die AP-Munition benutzen und trefft damit schon in die Zitadelle des Schiffes. So, nur aber. Ich danke euch für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Seacrouchts-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Ciao, ciao, euer Maracha. Tschüss, tschüss. you